Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen. Flex Ranked Game Nummer 10 von den Platzierungen. Wir haben bisher alle 9 Games gewonnen, noch keins verloren. Hoffentlich bleibt es dabei, das 10. Game. Ich bin sehr gespannt, wie wir am Ende von diesem Spiel hier, von dieser Aufnahme, platziert werden. Schreibt mir in die Kommentare, wie es bei euch denn so lief. Wie habt ihr gespielt und wo wurdet ihr platziert? War das fair? Habt ihr 5-5 gespielt und seid Silber gekommen? Wäre vielleicht fair gewesen. Habt ihr 10-0 gespielt und seid Bronze gekommen? Wäre wahrscheinlich eher unfair gewesen. Ich bin sehr gespannt und ich versuche jetzt dieses Game zu gewinnen. Habe mich entschieden für die gute alte Y im Jungle. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich haben will. Ich will Thunderlords. Ich überlege gerade, ob ich nicht sogar schon auf Intelligenz gehe hier. Für ein bisschen mehr CDR auf Y. Ne, Precision ist so gut. Das ist aus dem Gebüsch. Single Target Damage, okay. Okay. Das ist die Burst Damage Variante. Ich gehe nicht hier irgendwie auf das ehemalige Strength of the Ages bzw. Courage of the Colossus. Also nicht die Tank Variante, ich gehe die Damage Variante wählen. Wie sieht's aus bei den Wunden und bei Masteries? Okay, da habe ich einfach Attack Speed drin. Ich habe einen Skin. Alright. Wir haben Shyvana Jungle getestet. War gut. Wir haben Wukong Jungle getestet. War sogar noch ein bisschen besser. Wir haben Gragas Jungle getestet. Im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht dann doch ein bisschen schlechter als Wukong und Shyvana. Dann hatten wir Vel'Koz. Wir hatten Kha'Zix. Kha'Zix soll ja sehr stark sein, aber meiner Meinung nach, ich fand den Clear nicht so geil von Kha'Zix. Kha'Zix hat super Damage. Mit seiner Ulti ist er so lange unsichtbar, das ist mega funny. Bisher hat mir Wukong sehr gut gefallen und in der Winrate sind Vi und Xin gerade gar nicht so schlecht. Und ich bin gerade am Testen der AD Bruisers, deswegen jetzt die Vi. Wir haben 4 Leute gehabt, die jungeln wollten. Alle haben mich wieder gefragt, jeder will jungeln. Alle haben mich wieder gefragt, kann ich jungeln, kann ich jungeln, kann ich jungeln. Genauso wie im letzten Spiel. Ich habe das Glück und bekomme die ganze Zeit den Jungle. Mal gucken, ob wir jetzt gewinnen werden. Diesmal wird es definitiv schwerer, denn die Gegner haben einen Rengar, der angeblich sehr stark sein soll. Die muss ich auch nochmal spotten. Die Gegner haben eine Morgana. Ein sehr, sehr, sehr ekliger Counter zu Vi. Denn sie kann einfach das Ziel, was ich Ulti später Black shielden. Caitlyn wird auch schwierig. Es ist echt mega hart gerade für mich. Vielleicht, es ist ein AP-Nasus. Nicht unterschätzen. Man denkt jetzt so, boah, AP-Nasus, Freewin, stimmt nicht. Der kann wirklich eklig sein. Das ist einer von diesen crazy Picks wie AP Fortune, die plötzlich überraschen. Ich checke mal ganz kurz die Elo ab, wie es aussieht in meinem letzten Spiel. Und jetzt wird es nämlich interessant. Die Gegner sind Challenger. Hier, der Giants-Dude, hat 540 Punkte im Challenger. Der Rengar ist Master. Die Morgana ist ebenfalls Master. Und die Caitlyn ist Diamond 5, Nasus ist Diamond 2. In unserem Team Diamond, 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 Diamond. Das ist interessant. Ich habe euch nämlich im letzten Spiel gesagt, dass ich gegen Diamonds oder Master gequeued werde. Und was bedeutet das für meine MMR? Was bedeutet das, wenn ich das jetzt gewinnen sollte? Wo werde ich dann platziert? Wäre ja unwahrscheinlich, wenn man dann Silber platziert wird. Also, ich bin auf jeden Fall aufs Ende dieses Videos gespannt. Dieses Videos, ja. Und jetzt heißt es erstmal, dieses Game hier rocken, weil ganz ehrlich, ein Challenger Lee Sin, der weiß, wo und wann er mich counter-jungeln soll. Ebenfalls wird er sich mit Counter-Ganks auskennen. Und Lee Sin gehört immer noch nach wie vor zu einem der stärksten Jungler überhaupt. Genauso wie in der letzten Season. Jetzt spielen viele noch Assassine, deswegen ist Lee noch gefragter. Wobei man sagen muss, dass hier nicht wirklich die Assassine gerade in diesem Spiel vorhanden sind, wird auf jeden Fall trotzdem ein sehr, sehr hartes Game. In letzter Zeit, ihr werdet es kaum glauben, invade ich nicht. Ich trappe den Invade, weil wirklich jeder invadet jetzt. Ich überlege auch noch, ich gucke auch noch, was ich überhaupt. Ich glaube nicht, dass die invaden gehen, wenn es jetzt schon so spät. Dann können wir invaden, oder? Wenn die uns jetzt trappen, das ist Ripperoni. Oh. Wir spielen gegen Leute, die Ahnung haben. Also eigentlich ist auf höherer Elo ein Invade eher unrealistisch.
Jetzt wird's interesting. Okay. Ups, ich habe geschrieben Ice Star Red, aber ich meinte eigentlich Ice Star Blue. Never mind. So. I'm doing this my way. Mal gucken, ob Lena die Kuh oder die E geskillt hat. Okay, sie hat die Kuh, müsste es sein, geskillt. Das war schon mal ein super Pull! Das waren zeitlich und was die Leben angeht, das ist der beste Pull, den ich vielleicht bisher hatte in meinen Games. Also allein schon für meinen Moral ein guter Start. Bisher macht sich weil. Na gut, der Pull war awesome, ne? Darf man nicht vergessen. Das ist genau wie im letzten Spiel, wieder die Überlegung. Gehe ich jetzt auf die Botlane? Mach da ein Level 3 Early Gank? Oder jungle ich weiter? Und ich habe einfach Angst vor Morgana. Die pushen zwar. Ich will nicht, dass wenn der Gank fehlschlägt, dass Lee Sin, der Gegner, mir einfach alles wegnimmt. Und ja, wie es aussieht, wurde hier getradet, aber nicht wirklich close. So eine Einstellung mag ich nicht. Wenn es heißt, wir spielen gegen Challenger Master, lass doch einfach Open machen. Wo ist die Herausforderung? Warum nehmt ihr nicht die Herausforderung? Der Lee Sin wird kommen. Der Lee Sin ist hier runtergelaufen zum Grom wahrscheinlich. Schade! Weniger schreiben, Ahri! Konzentrieren! Sie hätte nur den Charm hitten müssen. Okay. Der Rengar macht die Quinn. Ich muss schnell Level 6 machen. Der AP Nasus regelt das gerade. Okay, schnell einmal jungle gehen. Einmal einkaufen gehen. Okay, 4-0. Es gab wenig Momente von dem Movement her, wo ich hätte sein können. Ich hole mir lieber zwei Langschwerter und Schuhe. Ich glaube, ich mute alle irgendwie. Ich glaube, in diesem Spiel brauche ich totale Konzentration, wenn ich das gewinnen will. Ich glaube nicht, dass Leona Roam irgendwas bringt. Fuck!
Oh, Ari hat schon geultet, das ist gut. Nice. Good job. Das ist genau das, was wir brauchen. Und jetzt muss ich schnell dem Lee Sin alles klauen, aber wie ich sehe, ist hier nichts ab. Okay, war das ein KS? War das kein KS? Ich habe nicht mitgekriegt, ob Quinn da jetzt noch was rankriegt. Aber ehrlich gesagt ist mir es auch ziemlich egal gerade. Holy what? 1v2? Geht der Ezreal mehr ab als mit Leona? Renge holt es ebenfalls raus. Eine ziemliche glückliche Fügung gerade. Hoffentlich bleibt das so. Ich habe jetzt meine Ulti. Ich würde gerne das Camp hier nochmal clearen. Der Bluebuff von denen ist... Oh, vielleicht hole ich auch noch den Bluebuff. Ich nehme den Trank und versuche den Bluebuff noch zu ergattern. Okay, der gegnerische Lee ist direkt auf die Bot gelaufen. Direkt ultien, einfach nicht weiter zögern. Die Pflanze hat mir geholfen, dass ich meine Q nicht einsetzen muss. Es steht 5-5. Ihr merkt wahrscheinlich selber auch an meiner Gesprächslosigkeit, dass ich sehr konzentriert bin. Es bedarf Konzentration, wenn man gegen einen Challenger Lee Sin ran muss, der... Okay. Nasus Ghost Flash raus. Das nenne ich sehr aggressiver Engage. Das Einzige, was mich hätte retten können, ist, wenn Ari ihr Charm gehittet hätte. Ah, warum lasse ich mich auch baiten? Die Ari hat gepinkt, dass sie Hilfe braucht, um auszupushen. Deswegen habe ich mich so aggressiv dahingestellt. Ah, Nasus hat das natürlich genau richtig eingeschätzt. My bad. Das ist das, was ich meine. Ich darf mir keine Fehler erlauben. Okay, Ezreal will freezen, pinkt Leona back, weil Leona jetzt am Pushen ist. Ich kann Nasus nicht dürfen. Der Tower war schon low. Genau, es hat einen Double Buff von Full Life. Ich habe keine Ulti. Die Leute sind salty. Das ist oft nicht gut in einem Spiel. Ich würde gerne versuchen, Inlane. Okay, Morgana ist in der Mitte. Sie hat gerade keinen Netzschuss. Da lag eine Falle unterm Turm. Guck mal, das sieht man nicht. Das sind diese Challenger.
Wobei, das war eine Diamond Caitlyn, aber das sind diese Challenger-Tricks. Genau hier hinterm Turm. Da muss man schon so gucken. Genau da. Da. Da lag ein Trap. Da lag einfach eine Yordle Snap-Trap. Und die hat mich gerade zerstört. Ich konnte daraufhin nicht weg-queuen und ich war verdoomt. Schön sowas zu sehen, weil ehrlich gesagt, das sind diese kleinen Tricks, die liebe ich. Auch wenn ich jetzt das Opfer davon wurde, aber die sind sehr, sehr, sehr cool. Merkt euch das. Vielleicht, wenn ihr Caitlyn spielt und Gefahr läuft, dass die Gegner irgendwie gleich reingehen. Genau hinterm Turm. Weil das sieht man wirklich nur, wenn man den Turm entweder ganz rechts hat oder ganz links. Sehr, sehr, sehr schöne Vision. Ein sehr, sehr schöner Vision-Trick. Okay, Leona versucht jetzt einen Clown-Fiesta draus zu machen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, das Game ist lost. Rengar sieht mich, jetzt sieht Quinn. Ich hätte den Turm hier oben niemals beschützen können. Nice. Der Turm war nämlich schon extrem low. Guckt euch das an. Ahri 10-mal gepinkt, Quinn 5-mal gepinkt, Ezreal 5-mal gepinkt. Bin ich froh, dass ich die gemutet habe. Nimmt er ihn? Den Blue Buff habe ich bekommen. Wir sind fast Level 10. Wahrscheinlich ist es gerade falsch, auf Triforce zu gehen. Wahrscheinlich muss ich mehr Rüstung aufbauen. Geh, was haben die? Die haben AP Nasus mit dem. Oh, sogar mit hier. Frost Queen's Claim. Sehr geile CC-Kombination. Ist der Rengar Damage? Ja, so halb Tank, halb Damage. Das Camp. Die haben so viel gewardet. Das ist echt nicht leicht, hier Picks zu holen. Schöner Charm von Ahri. Oh! Der Nasus E-Damage! AP Nasus! Ich glaube, Black Cleaver wäre besser als Triforce. Triforce ist extrem greedy, wenn man so behind ist in dem Spiel. Okay, wir machen erstmal Defense Plate für mehr Tankiness und dann können wir gucken, ob wir noch eine Triforce bauen. Well, no.
Im Endeffekt halten wir uns gerade nicht schlecht. Ah, den lässt er mir nicht. Das macht gar keinen Sinn, was er macht, leider. Die können nicht dem Jungler alles wegnehmen und sich dann beschweren, dass der Jungler nichts macht. Holy shit, wo ist denn der Ring? Wo ist denn der Lee? Das war doch so eindeutig, die haben mich durch den Orb gesehen. Warum sind die Gegner gerade so... Ey, wenn wir das gewinnen, ne? Okay, jetzt pushen sie, jetzt tryhan die in der Mitte. Es ist nicht schlecht von denen. Hier noch zu versuchen, den Tower wegzunehmen. Ich wollte eigentlich den Red Buff den Ezreal lassen, aber dann hatte ich doch zu viel Damage. Oh. 1 für 1 mit den ganzen Ultis kann man machen. Die haben einen Cloud Drake, das ist auch noch in Ordnung. Black Cleaver oder Triforce Black Cleaver ist besser. Fuck. Na gut, ich habe nicht so viel investiert. Ich habe nur einen Dagger. Hätte schlimmer sein können. Ich muss sagen, Vi gefällt mir. Dafür, dass wir echt so im Prinzip auf keiner Lane Kontrolle hatten. Ich muss echt von hinten heraus spielen, die ganze Zeit. Jetzt Picks machen können wir sogar den Draco. Die Leute sind nicht schwach. Ari hat 2 Items. Das reicht nicht. Doch. Der dritte Schlag, das war mutig von mir, aber von der Kombination habt ihr es vielleicht mitgekriegt. Flash Auto Attack E. Das sollte nicht nur der E werden, sondern der Flash sollte auch noch mit reingehen und es hat funktioniert. Der Auto Attack auch noch. Okay, warte mal, diesen zwei. Soll ich jetzt alleine riskieren, den Inferno zu machen? Scheiße, ich weiß nicht, ob ich das will. Die Frage ist, wie schnell läuft Caitlyn zum Drachen? Sie war die erste, die tot war. Sie wird wahrscheinlich direkt gemoved sein. Ich schaff das. Die sind verreckt. Ah, jetzt werde ich angepingt. War schon my bad, dass ihr da alle verreckt seid irgendwie. Oh mein Gott! Oh, ich. Bei 7. Infernal Drake. Ja, der Lee macht das ganz gut. Immer wenn die was verlieren, versucht er auf der anderen Seite was zu bekommen. Und es gelingt ihm tatsächlich immer auch.
ihr es gesehen? Die haben Lee Sin's E abgebrochen. Das geht schnell mit Double ADC. Do it. Ich bin auch ein Damage-Dealer. Ich mach Damage. Holy shit, guys! Ich kämpfe um dieses 10. Spiel, ey! Ich kenne echt schon einige, die am Anfang schon direkt aufgegeben hätten, bei dem Team, ne? Wenigstens spielen sie noch ernst. Es ist genau richtig, dass ich alle gemutet habe. Nice. Wenn der Lee jetzt auch anfängt zu sterben, ist es genau... Ich hoffe, dass die Caitlyn jetzt alleine auf die Botlane geht. Damit ich sie das snacken kann. Meine Ulti ist erst in 30 Sekunden ab. Und wenn nicht, ich nutze diese fette Wave, die wir haben, zum Pushen. Auf drei Lanes pushen mit den Supervasallen. Guys, lass uns die Objectives holen hier. Ich könnte ihn kriegen. What? Die war da noch? Ne, ich muss weg. Ich habe Angst vor der Rengar Ultimate. Ah, okay, Rengar ist top. So fett wie ich bin. Black Cleaver ist jetzt ready. Brauche ich mal Gear-Resistenz? Wie gesagt, die haben nur den Nasus. Da reicht eigentlich Leben gegen. Das heißt, wir gehen auf Miranduins. Damit die Caitlyn kein Damage macht. Der Dagger, vielleicht hat sich der kleine Dagger, diese 12% Attack Speed, die ich habe. Vielleicht haben die sich ja schon bezahlt gemacht, indem ich die Haut-Attacks durchgekriegt habe. Die 30% CDR sind cool für meine Ult. Ich glaube, es wird schwer, so direkt zu siegen. Da war der Lee Sin, habt ihr ihn gesehen? Noch ein Infernal Drake gleich. Die Caitlyn, Long Range ADC, lässt sich so leicht snacken. Hier war noch ein Orb, glaube ich, ne? Ja. Das war wichtig, dass der stirbt, damit die denken, dass wir eine Trap bauen. Morgana kriegt so irgendwie. Trotz des Black Shields eigentlich hier zu viel Damage.
Das ist jetzt die Frage, ne? Nochmal in die Mitte. Red Buff. Gucken, ob wir oben jemanden kriegen. Der Nasus Damage, holy shit! Ace! Der Nasus macht einen Triple, Leute! Fangen wir jetzt nicht an alle, wobei ganz ehrlich, AP Nasus, warum sollte man ihn nicht spielen? Also von mir aus, wenn ihr Bock drauf habt, dann spielt AP Nasus. So, Dagger, du hast gute Arbeit geleistet, jetzt machen wir aber ein bisschen mehr Tankiness draus. Oh mein Gott, durch einen, die Tower wehtun. Alle drei sind low. 12, 3, 11. Bin richtig nervös. Baron in 50 Sekunden. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn der Nasus jetzt noch ein Rabidons. Oder was baut denn Realize? Was? Läuft? Okay, den ulte ich, bevor er mir weggeht. Mein Ulti hat nur 50 Sekunden. Und der Rengar ist jetzt erstmal zum Baron tot. Also, das hat sich schon mal gelohnt. Prepare the Drake. The Baron. Oh mein Gott, das kann mir auch keiner erzählen, das war Nasus Damage. Die Ränge hatte noch geultet. Ich überlege, ob mein drittes Item vielleicht auch noch ein Banshees wird, damit ich nicht in eine Caitlyn Trap reinfalle, damit ich ein bisschen MR habe. Oder eine Spirit Visage wäre auch cool. Denn dann hätte ich meine 40% CDR ready. Aber ich hätte lieber die Banshees Passive. Ganz ehrlich, der Nasus ist doch... Oh, ich war geroutet. Ich war gerade dabei, nochmal hinterher zu ultien. Beide Supporter haben. Wie heißt es? Redemption? Ja. Okay, Quinn geht defen. Schafft Quinn Lee? Ich glaube, es ist nicht easy für ihn. Rengar hat geultet. Minions, 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 Minions. Nur noch der Nasus. Der Nasus denkt sich doch, ey Leute, ich spiele den Nasus. Was ist mit euch?
Das war seit langem mal wieder ein übel anspruchsvolles Game für mich. Sehr, sehr schön, zwei Masters und einen Challenger besiegt zu haben. Wir sind Platin 1 platziert worden. Ich denke mal, das ist das Höchste, was geht, ähnlich wie bei Solo Queue. Sweet! Please keep in mind that almost all players will start lower than the previous season rank. We did it, guys. 10 zu 0, unsere Platzierungsmatches auf unserem dritten Account und wir sind Platin 1 geworden. Ich glaube, es hat uns damit eher lucky erwischt. Ich denke, viele haben nicht so ein Glück gehabt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls euch das Game gefallen hat und ihr mitgefiebert habt, gebt ein Däumchen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Damage-Graph geht auch nochmal raus, um zu gucken, dass der AP-Nasus wirklich so reingeknallt hat. Holy shit. Beim ersten Tod hat er mich auch schon gut überrascht. Macht's gut, Leute. Viel Glück euch beim Spielen. Peace out.